Was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Sternzeichen-Video. Ja, ihr wolltet es unbedingt sehen, ihr habt es das letzte Mal auch übelst gefeiert und so oft danach gefragt, deswegen gibt es wieder ein neues. Und zwar zieht ihr euch so an wie euer Sternzeichen. Es geht heute nur komplett um Style, Klamotten und alles, was dazu gehört. Macht unbedingt mit und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob es zu euch passt. Habt ihr genau dieselben Klamotten bei euch zu Hause? Ist es euer Geschmack? Also ich bin wirklich gespannt, ob es diesmal genauso passt wie bei den anderen Malen auch, wo ich zum Beispiel bei 24 Stunden nach meinem Sternzeichenleben mir ein Outfit aussuchen musste. Und ja, ich hatte genau dieselben Sachen zu Hause. Richtig seltsam und ich bin wirklich gespannt, aber bislang wurde es wirklich gut getroffen. Finden wir diesmal übrigens 40.000 Leute, die auch irgendwie an Sternzeichen glauben, obwohl viele sagen, das ist irgendwie nur ausgedacht und extra so geschrieben worden, damit es auf alle passt. Wer glaubt trotzdem irgendwie dran, springt jetzt den Daumen nach oben und ja, lasst es mich halt wie gesagt wissen, ob es zu euch passt oder nicht und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Wusch! So Leute, kommen wir jetzt zu Alltagsoutfits, beziehungsweise auch etwas für die wärmeren Tage, für Frühling, Sommer. Mal gucken, ob es stimmt und zu mir passt. Und nein, es muss nicht immer unbedingt ein Schlabberpulli dabei sein, Leute. Nein! Ihr denkt, ich laufe auch im heißesten Sommer mit Schlabberpullis rum? Dann habt ihr, naja, teilweise richtig gedacht. Manchmal bin ich schon hardcore und laufe mit meinen Schlabberpullis rum. Aber man kann Schlabberpullis auch als Kleid tragen, Leute. So nicht, okay? Checken wir jetzt das erste Outfit hier aus. Und zwar, warte jetzt, gucken wir mal, wo ist Steinbock? Ah, diesmal da oben. Oh mein Gott, ich glaube, es passt. Ich glaube, sowas habe ich. Also ich glaube, ich habe nicht 1:1 dasselbe Oberteil. Also es ist nicht ein Crop Top. Aber Leute, aber ich habe sowas ähnliches. Und da bin ich wieder. So, fast aus dem Bild gerutscht. Auf jeden Fall muss ich auch was komplett anderes anziehen. Das war leider nicht auf der Collage drauf. Aber ja, Becky muss sich jetzt richtig sommerlich anziehen. So, als erstes braucht Becky diese Jeans Shorts. Okay, wie sieht die nochmal aus? Hat die Löcher? Ja, schon irgendwie ein bisschen. Also Jeans-Shorts mit Löchern zu finden, ist, glaube ich, bei mir kein Problem. Ich habe welche, die richtig zerfleddert sind, aber das habe ich alles selber gemacht. Natürlich sehen die nach der Wäsche ein bisschen schlimmer aus, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz cool. Also ich mag solche Shorts total gerne. Ganz viele fragen mich immer, wo habe ich die gekauft? Leute, ich habe mir einfach eine stinknormale Levis-Shorts gekauft und die selber reingemacht, die Löcher, weil sonst bezahlt ihr Unmengen an Geld und das könnt ihr euch einfach sparen, indem ihr eine stinknormale kauft, vielleicht auch Secondhand oder so oder vielleicht eure Eltern mal fragen, ob die irgendwie eine alte Levis-Hose haben und ja, dann könnt ihr die zerschneiden. Und als Oberteil, haltet euch fest, ich habe sowas ähnliches. Naja, was heißt ähnlich? Es ist schon ein bisschen anders, aber wenn man es bis hierhin anguckt, sieht es eigentlich genauso aus wie auf dem Bild, beziehungsweise auf der Collage. Aber jetzt kommt's, Leute, hier sind solche Löcher drin. Fragt mich nicht, wieso, keine Ahnung. Und es ist ein Body. Also, ja, ich habe es leider nicht als Crop-Top-Variante, aber es könnte vielleicht ganz cool aussehen. Probieren wir es einfach mal an. Und da ist mein erstes Steinbock-Outfit. Ich finde es eigentlich mega süß. Mir gefällt die Kombination total gern. Ich muss mir die auf jeden Fall merken. Hier ist nur ein bisschen nackig und irgendwie ist das Oberteil nicht rosa, sondern Hautfarbe bei mir. Ich bin so hell. Aber ja, ich müsste echt ein bisschen an Sommerbräune zulegen. Aber ansonsten echt ein süßes Sommeroutfit. Jetzt noch ein bisschen zu kühl, aber im Sommer packe ich das bestimmt nochmal raus. Und ja, eigentlich hatte ich ja die Teile ja auch. Also muss es mir ja irgendwie gefallen, aber die Kombination mag ich. Also wenn das nicht gut zu Becky passt, dann weiß ich auch nicht. Gemütliche Oberteile bzw. Pullis und bei mir gib's einfach mal einen schwarzen Crop-Pulli. Mann, ich trage eigentlich relativ selten schwarz. Aber ich glaube, ich habe so einen ähnlichen. Und das ist das nächste Outfit. Das würde angeblich so zu mir, zu meinem Sternzeichen passen. Also diese Kombination sieht man eher selten bei mir. Aber ich finde es richtig basic. Aber ich glaube, jedem würde irgendwie so ein Standard-Outfit gefallen, oder? Also ich weiß nicht, ob das nur Steinböcken gefallen würde, ob ihr es nur so tragen würde. Ist jemand von euch Steinbock und der läuft täglich so rum, lasst es mich mal wissen, aber ich finde es nicht schlecht. Also ich habe ja auch die Teile wieder zu Hause gehabt, auch sogar so ein Gürtel. Also irgendwie stimmt es schon, aber ich glaube, damit kann man echt nichts falsch machen. Basics gefallen einfach jedem und ja, ich fühle mich aber ziemlich dunkel. Also ich bin einfach nicht so extrem krass der dunkle Typ. Oh, wir haben hier Bikinis. Leute, wir haben hier Bikinis. Okay, wo ist hier Steinbock? Okay, ich will nicht sagen, also ich meine, ich liebe ja bunt, aber diesmal habe ich das nicht. Aber würde ich es tragen? Ja, ich glaube, ich würde es tragen. Ich finde eigentlich die Form ganz schön und
Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. So ein rosa Oberteil mit so einem Palmenunterteil oder keine Ahnung, was das ist, mit Blättern oder so drauf. Das wäre schon meins, aber ich muss ehrlich sagen, eher passt zu mir diesmal Zwilling. Das habe ich in der Art zu Hause. Also zumindest so eine Farbe. So ein Bikini habe ich. Also ich habe jetzt gerade so mal die ganzen Bikinis von mir durchgeschaut und ich habe tatsächlich nichts, was so ist wie mein Sternzeichen. Ich habe zwar so einen Palmen-Badeanzug, aber ja, das ist halt wie gesagt ein Badeanzug. Bikini, ja, bin ich halt wie gesagt mehr Zwilling. Ich habe mir den erst letzten Spätsommer noch geholt. Ich wollte ihn so gerne noch tragen, aber ja, irgendwie kam ich noch gar nicht mehr dazu. Aber eigentlich wollte ich ihn dann diesen Sommer tragen, aber ich glaube, das wird auch nichts. Aber egal, ich habe so einen wie Zwillinge. Kommen wir jetzt zu einem Accessoire. Natürlich braucht man das auch. Und was gibt es Besseres als Katzenohren? Ich liebe Katzenohren. Ich habe die schon eine Weile nicht mehr getragen. Die habe ich aber im Schrank. Ich habe ein paar verschiedene. Und mal gucken, ob es zu mir passt oder nicht. Warte, wo ist Steinbock? Da oben rechts. Also eigentlich passt es ganz gut. Ich meine, ich habe so einen ähnlichen, auch mit solchen Steinchen oben. Gruselig, gruselig, dass es so gut passt. Eigentlich würde auch Wassermann zu mir passen. Ich habe auch so eins mit solchen Bommels dran, solchen Puscheln. So süß, aber es hat mehr was von Teddy als von Katze. Widder habe ich, meine ich, auch in der Art. Also ich habe auf jeden Fall so Katzenohren mit solchen Rosen dran. Ich hoffe, ich finde nachher meine Katzenohren. Und Löwe habe ich mir, glaube ich, mal bei H&M zu Halloween geholt. Wie ihr sehen könnt, ich liebe Katzenohren, habe ich ja gesagt. Aber ja, so richtig hundertprozentig passt es nicht auf mein Sternzeichen irgendwie. Das nächste, was passen würde, wäre, glaube ich, der hier. Aber der hat halt so Holosteine. Ich hatte mal so einen ähnlichen, wirklich, wie mein Sternzeichen. Aber ich habe so ein bisschen überlegt. Ich glaube, der ist mir mal kaputt gegangen. Ich glaube, da sind so ein paar Teile abgebrochen mal von den Ohren oder so. Aber ich hatte mal so einen ähnlichen. Ja, ich sagte ja, sowas mit Rosen habe ich. Ich glaube, hier sind mal ein paar Blüten verloren gegangen. Aber das passt ja eher zu Waage. Und ich habe ja noch Löwe. Das ist eigentlich genau der gleiche Haarreif, oder? Kommen wir auch schon zum nächsten Alltagsoutfit, beziehungsweise was man auch gut zur Schule tragen kann. Ich finde, das passt jetzt perfekt zum Frühling. Und zwar haben wir hier hauptsächlich T-Shirts in Kombination mit irgendwelchen Jeans und dann sogar noch mit Sneakern. Mal gucken, ob es zu Becky passt. Wo ist wieder Steinbock? Oh, ich muss immer suchen, ne? Es ist jedes Mal woanders. Warte, wo ist jetzt Steinbock hier? Ach, da in der Mitte, quasi. Also ich bin ja eher mehr so der Leggings-Mensch. Hier auch schon wieder. Becky ist wieder Leggings am Start. Aber ich glaube, so eine ähnliche Jeans habe ich. Ein weißes T-Shirt. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ist da eine Rose drauf? Dann sind das, glaube ich, Adidas Stan Smith. Kann das sein? Aber ich mag die super gerne. Ich trage sie aber nicht ganz so oft. Aber ich glaube, ich bekomme das Outfit hin. Und es passt eigentlich ganz schön gut zu mir. Und nächstes Outfit. Ich habe es so ähnlich gefunden. Also so ähnlich. Das Oberteil ist halt nicht identisch. Ist irgendwie klar. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du eins zu eins dasselbe Shirt hast, ist ziemlich gering. Aber vom Style her passt es schon irgendwie ganz gut. Und ja, das ist jetzt mein Outfit mit den Stan Smith. Die habe ich sogar auch, aber in grün-weiß, nicht in, ich glaube, das war ja rot-weiß oder so auf dem Bild. Gibt es jemanden aus Team Steinbock, der auch sowas hier tragen würde oder trägt und in seinem Schrank hat? Die Hose sieht auch so ähnlich aus, auch mit solchen Löchern hier. Also ist das Zufall? Ich glaube nicht. Nächstes Outfit. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, das sind so typische Schuloutfits. Wer findet das auch? Also bei Steinbock passt das sowas von. Ist zwar sehr, sehr weiß und Becky würde irgendwie die Hose ruinieren. Ich finde aber auch, Skorpion würde ganz gut passen. Ich mag das Outfit auch super gerne. Würde ich auch so tragen. Aber ich mag mein Outfit. Also ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsoutfit. Das ist voll meins. Ich liebe ja Schlabberpullis und solche großen Adidas oder Nike-Pullis oder sowas in der Art. Also ja, das gefällt mir total gut. Dazu die weiße Hose, die habe ich jetzt endlich mal wieder angezogen und rausgekramt. Und ja, dazu schwarz-weiße Superstar. Ich habe jetzt die mit der silbernen Kappe genommen, die ich hatte. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo ich die anderen hingetan habe. Ich glaube, die sind eh zu schmuddelig und mussten irgendwie gewaschen werden. Und dann habe ich die, glaube ich, irgendwo hingetan und verlegt. Ich weiß es nicht. Also ich feiere das übelst, das Outfit. Also wenn das nicht mega Steinbock ist, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir schon zum nächsten. Und so habe ich das da gefunden. Ja, irgendwie Bustiers oder so. Keine Ahnung, es gibt wirklich zu alles und jeden gefühlt solche Sternzeichenbilder. Wir tragen das ja als Oberteil, andere eher nur zum Drunterziehen. Auf jeden Fall finde ich die ultra bequem und ja, bei einigen, die sehen wirklich aus wie Tops. Also mal ganz im Ernst, die kannst du auch so tragen. Ja, mal schauen, was hier bei Steinbock ist. Passt es zu mir oder nicht? Wo bin ich? Wo bin ich? Da! Es passt! Es passt! Oh mein Gott! Aber eigentlich würde auch Zwilling zu mir passen.
in dem Fall. Und ich finde eigentlich fast jeden schön. Ich mag auch das Gelbe. Voll schön. Ich bin auch so ein Opfer, das auch diesen Calvin Klein Bustier, Mini-Top, whatever hat. Und ich glaube aber nicht, dass ich damit alleine bin. Also so viele Sternzeichen haben das bestimmt auch. Und die sind nicht Steinbock. Boah, Leute, ich trage schon so lange keine Sonnenbrille mehr. Aber jetzt im Frühling, Sommer, ja, greift man eher dazu. Oh mein Gott, was ist das? Stier tut mir leid. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch aus Stier dabei ist, der diese Sonnenbrille hat. Alter, sind das Ananas? Digga, was ist das? Gefällt jemand von euch diese Sonnenbrille? Ich meine, die könnte vielleicht ganz süß aussehen, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die passt überhaupt nicht gerade rein. Ich finde Fische mega. Ich mag das, wenn die Gläser so spiegeln und dann so bunt sind. Und warte, wo ist hier... Oh, ich hab's gefunden. Wo ist Steinbock? Runde Sonnenbrillen stehen mir eher weniger. Ich glaube, ich habe so eine ähnliche. Ich kann die euch gleich mal zeigen, aber... ich glaube, ich würde eher Jungfrau nehmen. Also die gefällt mir eher. Ja, aber ich finde, Sonnenbrillen stehen mir generell nicht. Irgendwie habe ich nicht so die Nase dafür. Es steht mir irgendwie so gar nicht. Sieht irgendwie komisch aus, wie so eine Biene. Ich habe ja gesagt, ich habe eine runde Sonnenbrille, die so ähnlich ist, und zwar diese hier. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, die steht mir nicht ganz so sehr. Also zumindest nicht mit dieser Frisur. Ich fühle mich irgendwie gerade so wie so ein Hippie, um ehrlich zu sein. Hier haben wir ein paar Oberteile, aber alle sind irgendwie sehr dunkel und schwarz. Auf jeden Fall, bei Steinbock haben wir hier ein Crop-T-Shirt von Adidas. Hat Becky das? Ich glaube schon. So, ich sagte ja, ich habe ja so ein schwarzes Adidas-T-Shirt, so wie auf der Collage. Und hier ist es ein bisschen luftiger, ein bisschen lockerer, was ich aber viel, viel besser finde. Aber ja, ich habe das. Schon wieder. Gruselig. Wir sind schon Ella gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, bei mir hat das erschreckenderweise ziemlich gut gepasst. Ja, ob ich jetzt die Kombination alle so tragen würde, weiß ich nicht. Irgendwie schon, aber... Meistens trage ich halt, wie gesagt, meine Leggings hier. Erst Leggings, dann Jogginghosen und dann irgendwann mal Jeans, weil Jeans sind so unbequem. Das ist das Erste, was ich ausziehe, wenn ich nach Hause komme. Aber ich hatte halt alle Teile so gut wie zu Hause gehabt, oder wenn dann so ähnlich. Und ja, das ist schon irgendwie mein Geschmack gewesen. Ziemlich, ziemlich gut getroffen. Das macht ein bisschen Angst. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob es bei euch auch der Fall war. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hoffe, euch so sehr lieb. Bye!